Ja, und hier gibt es den Kräutergarten. Echter Salbei, Heiligenkraut, echter Thymian, Artischocke, Goldnessel, Zitronenmelisse, Oregano. Also, das ist eine sehr, sehr positive Überraschung. Die Feste von Coburg. Der Besuch lohnt sich allemal. Man kann ja auch mit dem Bus hochfahren, mit dem Auto. Ist aber an Parkplätzen noch ein bisschen entfernt. Dann gibt es solche kleinen Shuttlebusse oder hochlaufen und es dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und dann seid ihr hier in einem kleinen fränkischen Paradies oder einem großen. Nochmal der Blick von hier oben auf den Thüringer Wald bis hin zum Fichtelgebirge. Ja, immer auf jedem Absatz irgendein kleiner Garten, ein kleiner Ruhepunkt, ein kleiner Ruhepol. Die Lutherkapelle, ein Denkmal Licht und Kraft. Der Bildhauer Hans Klett, geboren 1876, ist Künstlerwettbewerb zum 400-jährigen Reformationsjubiläum entworfene Denkmal. So, und hier geht es dann wieder eine Etage tiefer. Es kommt mir gerade so vor, als ob hier nicht viel los ist, dass ich auch nicht bedauere. Man muss das auch mal aus der Entfernung sehen. Ja, und das scheint der Kutschweg gewesen zu sein. Thank you.
Ja, hier gibt es wirklich viel zu sehen. Die Grabungen am Bergfried, Schaufenster in die Baugeschichte der Feste. Das gab es früher nicht, nein. So, und das war jetzt mal der zweite Teil der Feste. Die Kunstsammlung der Feste Coburg.